ab Oktober mindestens 2-3 Mal in der Woche auf sozialdemokratische Veranstaltungen gegangen. Und das war also für uns recht ungewöhnlich und gemütlich, denn da wurden gar keine Kontrollen gemacht, ob man überhaupt Mitglied der SPD ist oder nicht. Und da gingen also viele Kommunisten einfach hin, ich auch. Ich glaube sogar, wir haben manchmal abgestimmt, ob man für die Vereinigung ist, haben wir einfach mitgestimmt. Ne? Die haben ja nicht kontrolliert. Und ich lernte Sozialdemokraten kennen und war eigentlich sehr beeindruckt. Die waren viel ungezwungener. Die hatten nicht diese Parteisprache. Die waren offenherziger. Die sprachen lebendiger und persönlicher. Und zu einer anderen Diktion. Und sie haben mir eigentlich gut gefallen, die Sozialdemokraten. Und ich habe dann eine ungewöhnliche Begründung gehabt, warum ich diese Einheitspartei will. Das Offizielle war kein Bruderkampf mehr, der hat uns das Ende der Republik und den Aufstieg Hitlers ist nur durch den Bruderkampf, jetzt werden wir diesen Fehler nicht nochmal machen. Bei mir war was anderes. Ich dachte, wenn also die militanten, aktiven, manchmal sehr harten Kommunisten mit den offenherzigeren, menschlicheren, demokratischeren, gelockerten Sozialdemokraten in eine Partei zu bringen, auf Grundlage der Parität, die Hälfte Kommunisten, die Hälfte Sozialdemokraten, würde dazu führen, dass die neue Sozialistische Einheitspartei wirklich eine andere Partei wird als die früheren marxistisch-leninistischen Parteien. Und so habe ich das eigentlich sehr unterstützt. Ich habe gehofft, das würde eine neue, höhere Synthese geben. Es gab einen kritischen Punkt dabei. Am 31. März sollte ja die Urabstimmung unter den Sozialdemokraten stattfinden, die prompt im Ostberlin und in der gesamten Sowjetzone verboten wurde. Und da dachte ich, ach, schon wieder Verbote. Aber ich verdrängte das, weil der Wunsch nach dieser neuen Synthese eben sehr groß war. Und dann las ich die Resultate und grob gesprochen 20% der Sozialdemokraten für die schnelle Verschmelzung der beiden Parteien, 60% für eine enge kameradschaftliche Zusammenarbeit, die jeden Bruderkampf ausschließt und 20% gegen Vereinigung und gegen Zusammenarbeit. Sodass fast 60% der Sozialdemokraten waren damals unter dem Eindruck Hitlers und des gemeinsamen Kampfes gegen Hitler für eine enge Zusammenarbeit ohne Bruderkampf, aber keine Vereinigung. Heute nachträglich hätte ich gesagt, sofort nach dieser Urabstimmung, sofort die Vereinigungskampagne abbrechen. Aber damals habe ich das verdrängt und 3 Wochen nach der verbotenen Urabstimmung kam es ja dann am 22. April im Admiralspalast in Berlin zur Gründung der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Eine Frage noch zu dem Ablauf davor. Haben Sie auch verdrängt, dass es heftige, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Widerstand, aber Opposition gegen diese Vereinigung gab, in Berlin ja führend durch Franz Neumann organisiert, aber auch Leute wie Schumacher. Wurde das gar nicht ernst genommen von Ihrer Seite? Also, ich habe davon relativ wenig erfahren. Das ist ja das Schlimme im kommunistischen Machtapparat. Jeder hat so seinen Aufgabenbereich, sein Kästchen. Ich schrieb die Schulungshefte der KPD und war für Ideologie und Schulung zuständig und nahm andere Sachen eben viel zu wenig wahr. Ich hörte den Namen Franz Neumann, ich hörte den Namen Swolinski, ich glaube in Tempelhof, die also gegen die Vereinigung waren, habe aber die Bedeutung dieses Widerstandes vollkommen negiert und falsch eingeschätzt. Und sah was anderes. Ich sah, dass wir plötzlich sozialdemokratische Materialien im Parteiverlag druckten. Das Eisenacher Programm, das Gotha-Programm von 1875, das Erfurter Programm von 1891. Dass wir plötzlich Bebel immer brachten. Bebel und Wilhelm Liebknecht. Sodass mir schien, wir bewegen uns auf irgendeine Mitte zu.
was nachträglich gesehen von mir ein großer Fehler gewesen ist. Wie würden Sie die Atmosphäre beschreiben bei der Veranstaltung, bei dem Vereinigungsparteitag an sich? Darf ich noch vorher? Ja. Und ich glaube, es war im Februar 1946. Da hörte ich zum ersten Mal von Kurt Schumacher und Hannover irgendwas. Aber sehr wenig. Aber ich war interessiert und bin, das tat ich eigentlich heimlich, in das Poststadion gegangen, wo im Westen, wo damals Kurt Schumacher seinen ersten großen öffentlichen Auftritt hatte. Und es war zwiespältig. Ich war natürlich gegen Schumacher, weil der gegen die Vereinigung war. Aber ich sah Schumacher nicht einen Gegner, sondern ich war also etwas, ein ambivalentes Verhältnis. Ich war sehr beeindruckt von seiner Rede. Ich habe sofort gespürt, das ist ein echter Sozialdemokrat. Der ist überzeugt, was er sagt. Aber, so dachte ich damals, leider ist er auf einem falschen Weg. Jetzt wäre die Frage nach der Atmosphäre bei der Vereinigung, bei dem Vereinigungsparteitag im Admiralspalast. Es gab ja die beiden letzten Parteitage, der getrennte Parteitag, der 40. Parteitag der SPD und der 15. Parteitag der KPD. Ich war auf einem 15. Parteitag der KPD, ich glaube, Erich W. Gnifke überbrachte die Grüße. Es war eine doch gehobene Stimmung, eine aktive, gehobene, hoffnungsvolle Stimmung, zumindest bei der KPD. Wobei ich sagen würde, dass innerhalb der Kommunisten, wie fast alle für die Vereinigung waren, es zwei sehr unterschiedliche Typen gab. Der eine Typ der Kommunisten war für die Vereinigung in der Hoffnung, Kommunisten und Sozialdemokraten würden eine andere selbstständige sozialistische Partei, die das Beste von beiden Parteien übernehmen würde. Also das war meine Auffassung, ich glaube auch die Auffassung von Anton Ackermann. Das war die Hoffnung, die wir so hatten. Aber es gab auch stalinistische Typen, die sagten, wir machen jetzt die Vereinigung, damit wir also die Sozialdemokraten als stärkste Kraft brechen. Das heißt, auch unter den Anhängern der Vereinigung gab es unterschiedliche Typen. Und erlebte ich nun den Kongress selbst. Und ich erlebte natürlich nur die Sozialdemokraten, die als Delegierte auf dem Vereinigungsparteitag waren. Und machte mir überhaupt keine Gedanken darüber, dass das nicht die typischen Sozialdemokraten waren, sondern das waren eben die 20%, die die Einheit wollten. Und da erlebte ich eine große Begeisterung und Hoffnung, war tief beeindruckt von einem Detail. Die Kommunisten und Sozialdemokraten saßen nicht getrennt, sondern man saß schon untereinander. Ich glaube, rechts und links von mir saßen Sozialdemokraten. Und da dachte ich, das ist schon ein Zeichen für etwas Neues. Und dann kam ja die Rede von Wilhelm Pieck, der ja sehr selbstkritisch auch über Dinge der Kommunisten sagte. Und dann, wie immer, Grotewohl, der ja also wunderbar, damals wenigstens ein sehr großer Redner war, sodass ich zugeben muss, ich war damals begeistert davon. Ich war wirklich begeistert, voller Hoffnung. Jetzt wird eine Partei geboren, die unabhängig ist. Eine unabhängige deutsche sozialistische Partei, die auf dem Boden der antifaschistisch-demokratischen Republik mit allen Rechten und Freiheiten für das Volk steht. Die auf dem Boden der sozialen Demokratie, das war auch ein neuer Ausdruck von damals, steht. Auf dem Boden eines eigenständigen, demokratischen, deutschen Weges zum Sozialismus. Eine Partei, in der es keine Bilder von Lenin und Stalin gibt. Eine Partei ohne Marxismus-Leninismus. Eine Partei ohne demokratischen Zentralismus, wie ich ihn früher immer kannte.
Und sogar die Namen waren jetzt anders. Es gab kein Politbüro mehr, sondern ein Zentralsekretariat. Es gab kein Zentralkomitee mehr, sondern ein Parteivorstand. Es gab keine Abteilung Agitation und Propaganda mehr, wo ich war, sondern eine Abteilung Schulung und Werbung. Es gab keine politischen Schulungsabende mehr, sondern politische Bildungsabende. Und vor allem, es gab eine Parität. Eine Parität, die mir die Hoffnung gab, das wird wirklich eine gleichberechtigte Partei. Und die 14 Mitglieder des Zentralsekretariats bestanden ja auch aus 7 Kommunisten und 7 Sozialdemokraten. Ich habe die Gründung der SED damals unter diesen Bedingungen und Erkenntnissen her äußerst begrüßt, hoffnungsvoll betrachtet. Und meine kritische Einstellung kam dann erst später. Das wäre jetzt genau die nächste Frage. Wo sehen oder wo sahen Sie denn von der Entwicklung her die Bruchstelle und wo sahen Sie persönlich eine Bruchstelle, dass diese Entwicklung nicht in die Richtung ging, wie Sie sich das erhofft hatten? Ich glaube, es gab schon relativ bald mein erstes Nachdenken. Mein erstes kritisches Nachdenken war am 20. Oktober 1946 bei den Landtagswahlen. Erst war Gemeindewahlen und dann die Landtagswahlen in der damaligen Sowjetzone und die Wahlen in Berlin. Und ich war mit als in der Schulungsabteilung natürlich für die Wahlvorbereitung und alles. Und ich erkannte die Ungleichberechtigung. Ich glaube, die SED bekam damals 900 Tonnen Papier, die CDU und LDPD je nur 10 Tonnen. Ich sah das Überschwemmen mit SED-Propaganda und die schwere Situation der CDU und LDPD. Ich war ja auf Seiten der SED, aber ich fand, das geht ja wohl nicht in einer antifaschistisch-demokratischen Republik, dass man eine Partei so bevorzugt. Und dann erlebte ich die Wahlen in Berlin am 20. Oktober 1946. Man konnte ja damals durch ganz Berlin fahren. Ich fuhr mit meinem sowjetischen Pendant, einem Kulturoffizier der sowjetischen Militäradministration, kreuz und quer durch Berlin. Wir gingen in Wahllokale. Amerikaner konnten damals in den Wahllokalen in die Ostsektoren und wir konnten in die Westsektoren. Und ich war also voller Spannung. Und 2 Tage vor den Wahlen, also am 18. Oktober, saßen wir zusammen und haben also die Prognosen erstellt. Und mich guckten sie alle mit Entsetzen an, denn ich sagte, 30% SED, 30% SPD und dann etwa 25% CDU und 15% LDPD. Und sagte, 30% für die SPD, bist du wahnsinnig geworden? Na, ich glaube, Sozialdemokraten halten doch zusammen und es sind doch viele Sozialdemokraten, die jetzt nicht SED wählen werden. Und ich galt als der große Pessimist und dann kam das Wahlresultat. Ich glaube, 48% SPD, knapp 22% CDU, knapp 20% SED und 10% LDPD. An diesem Wahlabend war ich zuerst in Pankow, dann in der Redaktion des Neuen Deutschland, wo der damalige Lex Ende, Chefredakteur, was soll ich bloß schreiben und so. Es war also ein unglaublicher Schock, weil selbst meine Prognose erwies sich noch als viel zu optimistisch für die SED. Und wurde ich ja dann kurz darauf zu einem ziemlich hohen Offizier der sowjetischen Militärverwaltung eingeladen. Und zu einem Privatgespräch, das ging hin und her und so. Und dann sagte, sagen Sie mal, Genosse Leonhard, wie schätzen Sie die Stimmung ein? Stellen Sie sich mal vor, wir würden eine Volksabstimmung in Ostberlin und der Sowjetzone haben, aber echte, mit wirklich geheim und ohne einseitige Beeinflussung. Und den Leuten würde nur die Frage gestellt, sind sie für den Osten oder sind sie für den Westen? Ja, das war ein Offizier der sowjetischen Militäradministration und ich druckste herum. Das war nun sehr unangenehm, eine sehr heikle Frage. Und er sagte, wir sind hier unter uns.
Ich will Ihre eigene genaue Auffassung wissen. Und ich zuckte noch etwas und dann sagte ich, gut, wenn es eine solche Volksabstimmung geben würde, würden 15 bis höchstens 20% für den Osten votieren und 80 bis 85% für den Westen. Sehr gut, Genosse Leonard, sehr gut. Das ist... Wir waren bei dem Offizier. Ja. Der hohe SMA-Offizier guckte mich nicht kritisch und missbilligend, sondern positiv an und sagte, Genosse Leonard, Sie haben ein sehr gutes Gefühl für Massenstimmung. Zu den ähnlichen Resultaten sind auch wir gekommen. Das heißt, in hohen Kreisen der sowjetischen Militäradministration wusste man doch Bescheid und lebte nicht in den Illusionen. Und ich glaube, das habe ich leider erst später erfahren, dass das auch die Ursache dafür war, dass Anfang 1947 die sowjetische Militäradministration eine Neugründung der Sozialdemokratischen Partei vorbereitete, weil sie erkannte, dass die SED das nicht geschafft hatte und offen zugab im kleinen Kreis, dass das alles überall geschehen sei. Und sich mit Kniffke und Max Fechner als die Gesamtführer einer neuen SPD und Tape und einige anderen für die Landes, sie hatten schon für Landesvorstände, sodass kurzfristig die Idee war, sogar eine neue sozialdemokratische Partei wieder zu gestatten. Aber das war eben nur sehr kurzfristig. Es fällt auf, wenn man sich die Erinnerungen, die Berichte aus den Westzonen und aus der sowjetischen Zone ansieht, dass irgendwo nach dieser Wahl in Berlin die Sprachlosigkeit auch anfängt. Das heißt, dass die Entwicklung in ja, zwei unterschiedliche Richtungen geht. War das so? Nicht sofort, aber ab Oktober 1946 war ein Hin- und Her-Kurs. Eine Zeit lang schien es so, als ob ein lockerer Kurs wieder nach der Durchpeitschung der SED ein lockerer Kurs eintreten würde. Ich selbst würde annehmen, dass etwa seit Sommer 1947 die Weichen zunächst sehr vorsichtig und später immer deutlicher in eine härtere Richtung gestellt wurden. Für mich war doch sehr entscheidend der zweite Parteitag der SED im September 1947. Ich war wieder auf diesem Parteitag und es war schon etwas anders. Es war schon disziplinierter und Grotewohl sprach schon ganz anders als anderthalb Jahre vorher im April 1946. Und ein Vertreter des Zentralkomitees der KPDSU und ein sehr wichtiger Mann, nämlich Michail Suslow, sprach auf diesem Parteitag. Und auch der Name Stalin kam schon vor, auf dem Gründungsparteitag, völlig undenkbar. So dass ich den September 1947 als ersten Schritt in diese für mich höchst bedrohliche Richtung ansah. Und natürlich dann auch schon die Enthauptung der CDU. Kaiser und Lemmer wurden abgesetzt und die CDU immer deutlicher Ost-CDU zu einer Blockpartei gemacht. Und das habe ich nur am Rande teilgenommen, weil, miterlebt, aber doch irgendwie gespürt. Und ganz entscheidend war es dann 1948. Im Frühjahr 1948 war es unübersehbar. Am 20. März verließ Sokolowski den Alliierten Kontrollrat für Deutschland und man sprach überhaupt nicht mehr von einer antifaschistischen Anti-Hitler-Koalition, sondern plötzlich kamen wieder diese englischen und amerikanischen Imperialisten auf. Und dann kam Tulpanow und Ulbricht zur Parteihochschule, Karl Marx in Kleinmachnow bei Berlin, und hielten 4-5-stündige Instruktionsreferate, die ganz deutlich einen schärferen Kurs andeuteten und anzeichneten.
keinen eigenständigen Weg zum Sozialismus mehr. Volksdemokratie ist kein neuer Staatstypus, sondern lediglich ein neuer Begriff für die Diktatur des Proletariats. Also es kamen so schon Dinge, die mir doch sehr unangenehm erschienen. Dann natürlich Februar 1948 in Prag, die Ersetzung einer antifaschistisch-demokratischen Regierung durch eine kommunistische Machtübernahme mit einigen Konzessionsschulzen aus den anderen Parteien. Man spürte es sehr deutlich. Und im Frühsommer ging dann diese Entwicklung sehr drastisch voran, die ich auf der SED-Parteihochschule in Kleinmachnow erlebte. Da ging es dann, der ganze Feldzug gegen Jugoslawien, der Ausschluss Jugoslawiens aus dem Kommunistischen Informationsbüro, die Kampagne gegen Jugoslawien, die Berliner Blockade. Im Juli das Wort Säuberung kam wieder vor. Säuberung der Partei von antisowjetischen, antiparteilichen Elementen. Der Begriff Wachsamkeit, den ich noch aus der Sowjetunion Bedikelnost kannte, und der mir also doch ein Schauer, es war wie ein kalter Schauer im Rücken. Und dann die Errichtung der Partei, Zentralen Parteikontrollkommission. Und der Hermann Matern, der Landesparteikontrollkommission und der Kreisparteikontrollkommission. Parteikontrollkommission, das kannte ich nun auch aus der Sowjetunion. Und im ideologischen Bereich dann die Selbstkritik von Anton Ackermann Ende September 1948. Es gibt keinen eigenständigen Weg zum Sozialismus. Das könnte eine Abgrenzung von der Sowjetunion sein. Es gibt nur einen Weg, den Weg der Sowjetunion. Lenin und Stalin wurden nun immer wieder eingeführt und vor allem Stalin. Und hier auf der SED-Parteihochschule kamen plötzlich diese Sondersitzungen. Wir müssten den kurzen Lehrgang der Geschichte der KPdSU in das Zentrum der Parteischulung stellen. Und ich wusste, dass das ein Märchenbuch war. Es war also sehr, sehr deutlich. Da kam von der Sowjetunion lernen, heißt Siegen lernen. Und dann die Parität wurde aufgekündigt. In der Deutschen Wirtschaftskommission, die als Zentrum für eine neue Regierung aufgestellt wurde, gab es zum ersten Mal keine Parität mehr. So dass ich das doch sehr deutlich spürte. Und Erich W. Gnifke, den ich sehr schätzte, floh im Oktober 1948 in den Westen. Und sodass es ganz deutlich wurde, dass wir uns mehr und mehr in eine sowjetisch-stalinistische Richtung bewegen. Und ich war schon seit November 48, Dezember 48, bereitete ich schon meine Flucht nach Jugoslawien vor. Das letzte Ereignis, das ich dann in der Sowjetzone, damals gab es ja noch keine DDR, miterlebte, war die erste Parteikonferenz im Januar, Ende Januar 1949, marxistisch-leninistische Kampfpartei. Parteivorstand wieder, Zentralkomitee, Zentralsekretär, Politbüro, Kontrollkommission, demokratischer Zentralismus. Also das kannte ich ja nun alles. Um Gottes Willen, jetzt beginnt der Stalinismus auf deutschem Boden. Da mache ich nicht mit. Das war das Ende meiner Illusionen über eine antifaschistisch-demokratische Republik, in der ganz schrittweise aufgrund deutscher Bedingungen vielleicht später einmal sozialistische Entwicklungen sich ergeben würden, aber das nicht. Und hier gab es dann auch schon Selbstkritik, die mich sehr erinnerte an die Selbstkritik in der Schule der Kommunistischen Internationale 1942. Also ich spürte plötzlich, jetzt beginnt der Stalinismus in der Sowjetzone Deutschlands. Und da fasste ich den Entschluss meiner Flucht. Und am 12. März 1949 bin ich vom Territorium der SED-Parteihochschule in Kleinmachnow erst nach Pankow. Ich ließ mich noch mit dem Wagen der Parteihochschule nach Pankow fahren, wo ich eine kleine Wohnung hatte, bereitete alles vor. Und in der Nacht vom 12. 13. März war ich bereits an der Grenze der Sowjetzone zur Tschechoslowakei. Ich wollte nicht über westliches Territorium fliehen.
um jeglichen Angriffen, ich habe was mit dem Westen zu tun, vorzubeugen. Ich bin also über die Tschechoslowakei, habe illegal in Prag gelebt und nach 13 Tagen, am 25. März 1949, kam ich in Belgrad an. Belgrad war damals ein Land unter roten Fahnen, aber ein Land, das außerhalb des Ostblocks sich befand, schärfstens befehdet von den Ostblockparteien und die versuchte, einen eigenständigen Weg zum Sozialismus zu gehen. Ich glaube, das war die richtigste Entscheidung meines Lebens. Ich habe sehr viele Fehler gemacht, aber am 12. März 1949 aus der Sowjetzone zu fliehen und nicht sich zu beteiligen an einer stalinistischen Diktatur in der Sowjetzone, das war, habe ich damals als richtig empfunden und empfinde es heute als richtig. Zwei Fragen habe ich noch. Die erste wäre, wie haben Sie sich denn damals diese Entwicklung, die Sie dann mitbekommen, dass die Schraube immer mehr angezogen wurde, wie haben Sie sich das damals erklärt? Können Sie das noch sagen? Ich habe es im Unterschied zur häufigen Erklärung nicht auf die internationale Situation bezogen, sondern als beginnende innere Gesetzmäßigkeiten des Systems selbst. In dieser antifaschistisch-demokratischen Periode, an die ich ja geglaubt habe und mit der ich mich total verbunden fühlte, hatte Ulbricht schon einen bürokratischen Apparat aufgebaut. Und es begann ja so auch bewaffnete Mächte, anfangs Volkspolizei, dann kasernierte Volkspolizei. Und dann begann Kurt Fischer, den ich ja noch aus Moskau kannte, die K5. Und das war ja der Vorläufer des sowjetischen DDR-Staatssicherheitsdienstes. Also unter der Fassade und dem äußeren Erscheinungsbild einer antifaschistisch-demokratischen Republik waren schon bürokratische Apparate entstanden. Und die waren 1948 stark genug, um die Entscheidungen durchzusetzen. Ich sehe also diese Entwicklung in erster Linie aus inneren Gesetzmäßigkeiten und glaube nicht, dass der Kalte Krieg, der damals entstand, dafür herangezogen werden kann. Die äußeren Faktoren können manche Dinge etwas beschleunigt haben, vielleicht noch etwas verschärft haben. Aber der Kurs zu einer bürokratisch-stalinistischen Diktatur ist durch die inneren Gesetzmäßigkeiten erfolgt. Letzte Frage. Sie haben ja sicherlich auch Informationen gehabt über bestimmte Vorgänge in der sowjetischen Besatzungszone, dass auch SPD-Mitglieder verhaftet wurden, interniert wurden, dass sehr strenge Regiment zum Teil der sowjetischen Besatzungsmacht, dass dann immer mehr auch wichtige Persönlichkeiten das die Zone verließen. Wie wurden solche Vorgänge innerhalb der Partei erklärt und behandelt? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Meine Informationen über außerhalb meines Bereichs in der Abteilung Schulung und Werbung und später als Dozent der SED-Parteihochschule waren äußerst begrenzt. Ich habe westliche Zeitungen gelesen, Westberliner Zeitung, ich habe den Tagesspiegel gelesen, die Neue Zeitung gelesen, den damals sehr berühmten Telegraph gelesen und dort Dinge gefunden. Ich habe dort die Flucht von Erich W. Gnifke, ich habe dort die Flucht des Ministerpräsidenten von Thüringen, Rudolf Paul. Ich habe also dort einiges erfahren, aber im Innern war meine Information absolut begrenzt. Jeder hatte ja immer nur sein Kästchen. Während der ganzen Vereinigungskampagne habe ich, und das kann ich unter Eid bezeugen, gehört, es sollen zwei Sozialdemokraten, ich glaube in Kreuzberg und Prenzlauer Berg, vorübergehend verhaftet worden sein. Mehr nicht. Von dem ganzen Unterdrückung, das habe ich einfach nicht erfahren. Und da habe ich noch gesagt, wie verrückt, warum lässt man denn diese Sozialdemokraten? Erst viel später habe ich von diesem entsetzlichen Druck auf die Sozialdemokraten erfahren. Übrigens haben auch die Westberliner Zeitung, Westdeutsche Zeitung, viel zu wenig damals darüber berichtet. Also das wusste ich nicht. Ich habe also miterlebt, ganz deutlich,
wie statt Sozialdemokraten es jetzt plötzlich hieß Schumacher-Agent. Auf dem Territorium der SED-Partei. Da zuckte ich zusammen, weil dieses Wort Agenten, das kannte ich auch. Das war auch seit Sommer 48. Also der Sommer 48 war der entscheidende Schnittpunkt, der mich dann aufhorchen ließ, mich entsetzen und kalte Schauer über den Rücken brachte und mich dazu brachte, dass ich dann geflohen bin. Ich darf noch eine einzige Frage stellen. Können Sie sich noch erinnern, was Sie gedacht haben, als Sie hörten, dass die DDR gegründet worden ist, als eigenständiger Staat? Das habe ich in Belgrad bereits erlebt. Ich war ja seit März 1949 in Jugoslawien und bin total aufgegangen in Jugoslawien. Nie hatte ich mich so identifiziert wie mit einem sozialistischen Land, mit Marxismus, aber ohne Stalin, gegen Stalin, eigenständiger Weg für gleichberechtigte Beziehungen zwischen sozialistischen Ländern, für einen eigenständigen Weg, Dezentralisierung, Vorbereitung von Arbeiterräten, genau das, was ich eigentlich immer wollte. Und da habe ich dann auch von der Gründung der DDR gehört und habe aber das gar nicht so ernst genommen. Ich war schon total drin in dem Versuch, eine andere sozialistische Gesellschaft aufzubauen und sah in der Gründung der DDR eigentlich nur die Fortsetzung der Linie, die es vorher seit Sommer 48 gegeben hat. Weiß noch ganz genau, dass ich gesagt habe, dieser Staat hat keine demokratische Legitimation, denn es hat ja keine Wahlen gegeben, sondern vorher ein Volksrat, Einheitsliste und ist also ohne demokratische Legitimation erfolgt. Die Spaltung hat mich gar nicht so interessiert, sondern die nicht-demokratische Legitimation des Staates DDR. Und im Oktober 1950 bei den ersten Wahlen mit Einheitslisten schrieb ich in einer jugoslawischen Zeitung, wie sehr ich die Idee von Einheitslisten ablehne, für falsch und verantwortungslos halte, wie sehr ich wünschen würde in einer antifaschistisch-demokratischen Republik, dass die Parteien selbstständig als Listen auftreten. Und das erschien im Oktober 1950 in der Politiker. Vielen Dank. So.